Der Siedlung am Steinberg in Tegel, wo es um Mietverdrängung der extremsten Form geht. Und wir müssen zusammenhalten, weil sonst wird Berlin ausgeblutet an Stammmietern. Was bedeutet dir hier dein Zuhause? Heimat, ganz einfach Heimat. Was würde denn mit dir passieren, wenn du hier wirklich weg müsstest? Das wäre mein Untergang. Das Sozialniveau, was du dir mehr oder weniger erworben hast in 52 Jahren, die ich hier wohne, das kannst du mit 80 Jahren nicht woanders neu aufbauen. Das geht nicht. Danke. Ja, ich bin, genau gesagt, ich bin hier Anrainer und habe mich hier, das ist eine Herzenseinstellung geworden. Ich reihe mich einfach ein als Dauerdemonstrant in Teilzeit momentan. So als Joker, wenn mal brennt und es wird mal jemand gebraucht, dann bin ich eben hier und unterstütze die Bewohner, die mir ins Herz gewachsen sind und weiß einfach, sie auf der guten Seite, auf der richtigen Seite, auf der guten Seite, die von Liebe geprägt ist. Und da fühle ich mich dann einfach wohl. Wie lange kämpft ihr denn schon und hier, was macht es mit euch? Na, kämpfen tun wir seit gut 10 Jahren, davon ungefähr 5 Jahre tagtäglich auf der Straße. Bei Schnee, bei Hitze, von Montag bis Sonntag und dann wieder von vorne. Irgendwann rennen die gegen Baum, weil die Leute nervlich nicht mehr durchhalten. Tagtäglich Angst, um ihren Wohnraum zu haben. Wie lange leben denn die Menschen hier schon? Also die hier kämpfen, die wohnen fast seit 100 Jahren hier, die Familien. Weil die Familien Erstbezieher der Siedlung sind. Und zwar 1920 im August. Was ist denn hier so der Altersdurchschnitt? Der Altersdurchschnitt, würde ich sagen, ist weit über 80.